Eine ganz normale Wohnsiedlung. Oder wie Vonovia sagt, Geldquelle. Wie funktioniert dieses Prinzip? Unter anderem mit Umbauten. Dass sie jetzt hier den Bau machen und auf dieses Haus noch eine Etage draufsetzen wollen. Die sagen, es dauert 12 Monate, bis das fertig ist. Und wir haben ja schon angedroht, dass es eine Vermieterhöhung gibt. Also muss ich bei meiner Wohnung hier mindestens 250 Euro mehr bezahlen. Man muss ja auch mal an die Aktionäre denken. Ja, was heißt die Aktionäre? Die interessieren mich überhaupt nicht. Aber was sagt Vonovia dazu? Ich habe jetzt in den letzten Tagen mit einigen Mietern gesprochen, die sehr unzufrieden waren. Mit Modernisierung, mit Nebenkostenabrechnung. Ja. Wenn sie uns hier Namen geben, dann setzen wir uns gerne mit den Mietern zusammen. Das Lustige ist, viele von denen haben Angst, ihre Namen zu nennen. Ja, das ist traurig. Das ist traurig. Und wie kaufe ich ihnen die Traurigkeit nicht ab gerade? Nee, aber wirklich. Was haben sie für Nebenkosten? Es wird ein Winterdienst abgerechnet, wenn entweder kein Schnee fällt oder es fällt Schnee. Aber es kommt auch kein Winterdienst. Wann ist denn der Winterdienst in der Regel unterwegs? Der ist nicht morgens um 6 unterwegs, sondern der ist morgens um 4 unterwegs. Natürlich ist es dann häufig für die Mieter in dem Haus nicht sichtbar. Und dann hat es danach geschneit und deswegen hat der Mieter das dann nicht mitbekommen. Und dann am nächsten Tag kam das sehr gute Streuunternehmen, hat gestreut. Dann, was ist dann passiert? Es hat, glauben Sie es oder nicht, es hat geschneit. Und dann ist der Vonovia-Mieter wieder aufgewacht, hat gedacht, Mann, das gibt's doch nicht, hier ist ja schon wieder nicht gestreut worden. Sie können mit Einzelfällen ankommen. Wir haben Interesse daran, dass unsere Nebenkosten überhöht sind. Daran haben wir auch kein Interesse. Nein, haben wir nicht. Wir sind sehr verlässlich. Was die Dividenden angeht. In Berlin gibt es die Idee, große Wohnungskonzerne einfach zu enteignen. Wir testen die Stimmung auf dem Deutschen Immobilienkongress. Enteignung? Ich kann jetzt nicht sprechen. Kein Kommentar. Thema Enteignung? Danke. Thema Enteignung? Die Leute laufen wirklich vor mir weg die ganze Zeit. Hallo, schönen guten Tag. Thema Enteignung? Ich glaube nicht, dass damit die Probleme dieser Stadt gelöst werden. Aber es sind ja doch überraschend viele Berliner dafür. Wenn Sie die Berliner fragen würden, ob es täglich Freibier geben würde, würden Sie wahrscheinlich auch dafür stimmen. Viele Mieter klagen aber ja auch darüber, dass die Immobilienkonzerne die Preise unnötig hochtreiben, mit falschen Nebenkostenabrechnungen zum Beispiel. Ja, also offen gesagt, so gut wie keiner kann sich in diesem regulatorischen Raum, den wir haben, anders verhalten, als der gesetzliche Rahmen es vorgibt. Ja, wir versuchen heute schon mal rauszufinden, wie die Immobilienbranche reagiert, wenn sie denn enteignet wird. Zum Beispiel, trinken Sie den Kaffee noch? Also ich wüsste jetzt offen gesagt nicht, warum nicht. Weil Enteignung im Sinne von Wegnehmen also funktioniert. Das ist mein Kaffee, ja. Ja, ja, also den würde ich jetzt enteignen. Ja, dann würde ich sagen, also der Preis für diesen Kaffee ist aus meiner Sicht gerade mal 15 Euro. Und jetzt lass uns mal unterhalten, so ist nämlich die Rechtslage. Hallo, Frau Kramp-Karrenbauer. Ich freue mich auch. Sie sind ja gegen Enteignung, aber andererseits hat die CDU doch jahrelang die SPD skrupellos enteignet. Ja. Netter Versuch. Danke. Da kommen Sie in die Lüneburger Heide. Da kann man doch für 5 Euro oder 6 Euro im Quadratmeter eine Wohnung bekommen. Wohnt man halt in der Lüneburger Heide. Dann wohnt man in der Lüneburger Heide. Aber wenn man natürlich so Berlin nimmt, Hamburg... Kann man sich auch gleich erschießen, ne? Dankeschön. Wohnen Sie in der Lüneburger Heide? Ja, natürlich, sonst hätte ich das ja wohl nicht gesagt. Enteignung ist keinesfalls umsetzbar, weil das widersinnig ist und entgegen jeglicher gesellschaftlicher Grundordnung widerspricht und damit natürlich auch insofern von uns auch nicht bejaht bzw. Entsprechend vorangebracht wird. Das war klar und deutlich. Also, vielen Dank. Ja, das Thema Enteignung wird hier beim Immobilienkongress 2019 sehr positiv aufgenommen. Ich glaube, das ist klar geworden. Und damit zurück ins Studio. Guten Tag. Könnte ich Sie für ein Abo des Heute-Show-YouTube-Kanals begeistern? Schließt gefälligst ein Abo ab! Sofort!